zur Erinnerung, der Stromanschluss fehlt auch noch. Und die Mitarbeiter wären noch auszubilden, aber es kommt noch schlimmer. Sie arbeiten noch am Wasser? Ja? Das ist also noch nicht angeschlossen. Ganz klar hier Abwasser. Es fehlen noch Teile. Es muss noch ein bisschen gearbeitet werden, bevor wir Wasser nutzen können. Kein Strom, kein Wasser, kein Restaurant. Es werden jetzt so viele Sachen durcheinander gemacht. Teilweise werden die Einzelheiten von der Küche noch fertig gemacht. Silikon und so weiter und so fort. Schober, das Holz wird fertig gemacht, Marmor wird gelegt. Wir haben noch keinen Marmor für den Pizza, wo wir den Pizza drauf aufdrehen. Ich hoffe mal, dass wir heute putzen können, dass es hier aussieht wie ein Vapiano und dass wir ab morgen früh, ganz früh, dann wirklich also kochen können. Dass wir dann wirklich die Mitarbeiter auch zeigen können, von okay, so und so und so geht das. Jetzt geht's los. Immerhin, es gibt schon mal Trockenübungen an der Espressomaschine. Die Zeit läuft Chris und dem Restaurantteam davon. Eine Aushilfsküche 30 Kilometer entfernt. Hier bereiten die Mitarbeiter das Nötigste vor, sonst kann das Restaurant morgen auf gar keinen Fall aufmachen. Ihr ganzer Stolz? Eine original italienische Pasta-Maschine. Nur, sie geht nicht. Es hört einfach nicht auf. Aber ich bin schon froh. Wir sind am Produzieren, also wir sind am Dolce produzieren. Unser Käse, Pasta-Soße, Pizza-Soße. Es hat angefangen. Alle müssen auf kleinstem Raum improvisieren. Noch glauben sie daran, dass die Eröffnung stattfinden kann. Chris bastelt immer noch an der Pasta-Maschine und endlich läuft sie. Darauf ist man bei den Deutsch-Italienern besonders stolz. Alles ist frisch. Jeden Tag gibt es frische Pizza und Pasta aus eigener Herstellung. Aber noch ist das Restaurant fest in der Hand der Bauleute. Schaffen es die Gerichte überhaupt auf einen Teller? Das deutsche Erfolgskonzept und die Trauminsel. Es sieht nicht danach aus, als könnten hier bald Gäste Pizza und Pasta essen. Versuche irgendwie Platz zu schaffen, bitte. Morgen ist die Eröffnung. Es gibt noch keinen Strom, kein Wasser und die eigenen neuen Mitarbeiter haben noch kein einziges Gericht zubereitet. Michael, bei dir? Bist du fertig heute Abend? Ja, wir müssen heute Abend fertig sein. Ja, ganz genau. Richtige Antwort. Richtige Antwort. Ja, morgen geht's los. Bis zum bitteren Ende. Bis es Nudeln gibt. Schön, dass wir noch lachen können. Chris und sein Eröffnungsteam haben nur noch ein Ziel. Die Handwerker und der Dreck müssen raus, egal wie. Ausbilder Karim zeigt zumindest schon, wie man richtig putzt. Was ist hier passiert? Der Abfluss ist verstopft. Immer noch nicht angeschlossen. Das Wasser läuft immer noch nicht weg. Also wir werden auf jeden Fall die ganze Nacht durcharbeiten müssen. Über Nacht soll aus dieser Baustelle ein einladendes Restaurant werden. Überall türmen sich noch Müllberge. La Réunion. Traumreiseziel für Millionen Urlauber. In 10 Stunden kommen die ersten Gäste. Dafür sind hier noch entschieden zu viele Bauarbeiter unterwegs. Und die reißen jetzt die Straße auf. Der vergessene Hauptwasseranschluss kommt. Mit allen Mitteln versucht Chris, die anderen Handwerker zum Gehen zu bewegen. Nur noch das Allernötigste soll gemacht werden.
In 8 Stunden müssen wir kochen. Und wir haben noch nicht eine Pizza, nicht ein Pastagericht gemacht. Es fehlt noch das ganze Marmor. Wenn ihr noch Zeit braucht, warten wir. Um 10 sollen wir fertig sein. Es ist 10.30 Uhr. Sehen Sie? Das ist hier alles fürs Marmor? Das müssen wir alles noch anbringen. Sie nehmen es dann weg, wenn ihr es nicht mehr braucht. Wir tun, was wir können. Ich sehe ja, was hier los ist. Es ist mir egal. Um 18 Uhr werden hier 1000 Menschen sein. Ich muss das hier aber noch anschließen. Was haben wir jetzt seit 2 Tagen gemacht? Jetzt ist weg, müssen wir wieder alles wieder sauber machen. Wer ist hier verantwortlich? Wir müssen hier sauber machen. Sie können damit nicht weitermachen. David? Kein Strom, kein Wasser, jede Menge Dreck und in 8 Stunden kommen 1000 Gäste. Ach, und ein paar Gerichte wären auch nicht verkehrt. Wann wird das hier angeschlossen? Was? Angeschlossen. Um wie viel Uhr? Das ist fürs Wasser. Ist noch nicht angeschlossen. Wasseranschluss oder nicht? Im Restaurant muss alles an seinen Platz und sauber sein. Aha. Wir sind weg hier. Wo sind deine Leute? Ja, die kommen gleich. Die kommen. Putzen, putzen, putzen. Putzen, putzen erstmal. Ja. Dann schieben, putzen. So, bleibt ein bisschen Katastrophe. Dann ein Wunder. Endlich Strom. Oder doch nicht? Bonjour. Guck mal, jetzt. Ça va bien? Jetzt fehlt hier eine Batterie. Ja. Und danach können wir endlich Strom. Danach haben wir Strom. Vielleicht jetzt ist jemand noch im Stau. Eine kleine Batterie und dann haben wir Strom. Aber schon komisch, ja. Das fühlt sich eigentlich sehr gut an, aber schon komisch, dass man diese kleine Batterie gerade eben jetzt vergessen hat. Es ist ja 10.30 Uhr und 19 Uhr sind unsere Gäste da. Also, wir warten auf diese kleine Batterie. Das Pasta-Team will loslegen. In wenigen Stunden kommen die ersten Gäste. Bis dahin müssen die neuen Köche lernen, wie man italienisch kocht. Und endlich kommt Wasser aus den Leitungen. Schau nicht an. Wir brauchen den Elektriker, sofort. Bereit oder nicht? Die ersten Lebensmittel treffen ein. Die Küchenvorbereitungen sind in vollem Gange. Gleichzeitig bemüht sich der Elektriker noch um die Stromversorgung. Der Baugenerator kann jetzt nicht mehr helfen. In 3 Stunden kommen die ersten Gäste. Genug Zeit für einen neuen Gehweg. Muss ja. Die original italienische Pasta-Maschine soll Pasta wie bei Mama machen. Sie zickt aber schon wieder. Endlich sind alle Handwerker raus. Da taucht das nächste Problem auf. Es fehlt jetzt ein Wort auf den Lieferschein von unserer Uniformen. Die sind jetzt hier am Flughafen angekommen mit Air France. Und ein Wort fehlt, dann können wir sie abholen. Wenn dieses ein Wort Lenkotherm, also vor Ort direkt bezahlen, nicht draufsteht, können wir die Uniformen nicht haben. Also wir probieren jetzt in Deutschland jemanden zu erreichen, der irgendwie den Lieferschein also neu macht, dann hier E-Mail faxt und dann können wir die Uniformen haben. Marmorplatten statt Pizzaböden. Trotzdem, die Stimmung scheint gut.
Ein Profi-Reinigungsteam ist da und soll mal wieder alles auf Hochglanz bringen. 19 Uhr, unser erster Gast kommt und danach kochen, Pizza anbieten, Dolce anbieten und einfach Party machen und unsere Gäste zufriedenstellen. Das ist ja gleich. In 2 Stunden. Aber kriegen wir auch schön hin. 3 Stunden. 3 Stunden. 3 Stunden. Und ist alles fertig? Jede Minute zählt. Pasta-Maschine läuft. Der Lieferschein ist rechtzeitig gekommen. Die neuen Uniformen sind endlich da. Die neuen Köche sehen jetzt immerhin schon mal professionell aus. Gekocht haben sie noch nichts. In 1 Stunde soll es hier losgehen. Wasser und Strom sind da und es sieht langsam wie ein Restaurant aus. Das nützt Restaurantbesitzer Olivier nichts, wenn sein Essen nicht schmeckt. Denn noch kann hier keiner kochen. Die Neulinge kennen alle Gerichte bis jetzt nur aus der Theorie. Deshalb gibt es jetzt für den Eröffnungsabend einen Crashkurs. 2 Pasta-Rezepte müssen heute reichen. Hier die Pinienkerne. Eine Kelle Öl. Einen Teelöffel Pinienkerne. Dann Pesto. Jetzt Pfeffer. 1, 2, 3. Die Nudeln sind fertig. Direkt aufs Pesto. Wir schneiden die Tomate in 2 Hälften und setzen eine hier drauf. Dazu ein Blatt Basilikum. Und das kocht ihr heute Abend. So, nächster Teller. Die ersten Gäste kommen. Die Neulinge sehen zum ersten Mal, wie die Gerichte zubereitet werden. Kann das gut gehen? Auch bei der Pizza ein Sprung ins eiskalte Wasser. Und nicht nur die Gäste staunen, die Neulinge auch. In der Theorie war alles einfach. Jetzt müssen sie aus dem Stand für hunderte Gäste Pizza Salami und Pizza Pesto im Akkord backen. Restaurantchef Olivier zittert zwar noch, kann aber sein Glück kaum fassen. Es war so ein Durcheinander. Ich kann nicht glauben, dass wir das geschafft haben. Mein Team hat sich so ins Zeug gelegt. Eine unglaubliche Leistung. Auch Eröffnungschef Chris kann's nicht glauben. Also ich bin sehr froh, vor allem also wenn es so eine schwierige Geschichte ist und wenn man dann 600 Gäste empfängt und die sind alle glücklich, dann bin ich auch glücklich. Im Urlaub auf der Trauminsel heißt es ab sofort Dolce Vita zwischen Pizza und Pasta.